Warum sind Wings grundsätzlich zweischalig aufgebaut? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Heute wollen wir die Frage beantworten, warum Wings grundsätzlich zweischalig aufgebaut sind. Klassische Sporttauchjackets, ADV-Jackets, sind in der Regel einschalig aufgebaut. Warum macht man dann gerade bei den Wings zweischalige Varianten? Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass das ganze System dadurch robuster wird. Beim Höhlentauchen, beim Wracktauchen kann es immer wieder sein, dass ihr mit eurem Wing oder mit eurer Auftriebsblase an der Höhlendecke, an der Wrackdecke, an spitzen Gegenständen, an einem Stein, was auch immer, hängen bleiben könnt. Und damit soll die äußere Blase, die eigentliche Auftriebsblase, die Innenblase schützen. Aus diesem Grund ist die äußere Blase mit einem relativ stabilen Cordura, Nylon, was auch immer Material ausgestattet. Aber es ist immer ein sehr robustes Material, das genau diese Beschädigungen wie von Steinen oder von anderen, von Wrackteilen, von scharfkantigen Teilen möglichst lange abhalten soll. Die Innenblase ist dann relativ einfach gehalten. Ihr seht hier eine schwarze Blase mit keiner besonderen Optik. Das ist ja nicht so weit notwendig, da das Ganze ja eben in der optisch ansprechenden Außenblase verbaut ist. Aber diese Innenblase ist eigentlich eure Auftriebsblase. Dort drin wird das Gas gespeichert, das euch beim Tarieren hilft. Und genau diese Blase, das ist die wichtige Blase und die soll dieses Außenmaterial schützen. Wie ihr hier schon seht, durch diese Reißverschlussvariante könnt ihr bei allen gängigen Wingblasen die Außenblase auch öffnen und so könnt ihr die Innenblase kontrollieren, könnt ihr schauen, ob dort vielleicht auch irgendwelche Beschädigungen angefallen sind, wenn ihr hier wirklich einen großen Riss in der Außenblase haben solltet. Und insofern ist es auch jederzeit möglich, die Innenblase zu wechseln oder aber eben auch andersrum, wenn ihr hier die Außenblase beschädigt haben solltet durch eben einen Stein oder ein Wrackteil, dann könnt ihr die Außenblase tauschen und die anderen Komponenten weiter verwenden. Einen Nachteil hat das Ganze natürlich, diese zusätzliche Sicherheit erkauft man sich mit etwas mehr Gewicht. Insofern sind manche Reisevarianten nur einschalig aufgebaut. Das müsst ihr dann wissen, was ihr im Urlaub tut, um Fluggepäck zu sparen. Aber grundsätzlich ist es dieses Mehrgewicht auf jeden Fall wert, hier mehr Sicherheit zu haben, dass euer System einfach robuster und weniger anfällig gegen Beschädigungen ist. Es ist letztendlich euer Auftriebskörper, der euch auch wieder nach oben bringt, sicher nach oben bringt. Und da kommt es auf ein paar Gramm mehr Gewicht sicher nicht an. Also auf jeden Fall doppelschalige Systeme verwenden, weil ihr hier deutlich an Sicherheit gewinnt. Alle unsere Systeme sind so ausgestattet, bis auf eine ganz kleine leichte Variante des Helcian Traveler Wings. Diese gibt es in der Standardvariante auch als einschalig. Muss man wissen, ob es einem das Gewicht, die Gewichtsersparnis wirklich wert ist. Aber ansonsten alle Systeme zweischalig und aus meiner Sicht auch immer die richtige Entscheidung. Das war's auch schon zum zweischaligen Aufbau eines Wingsystems. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.